Hallo, ich bin Raul da Costa, ich bin Pianist und komme aus Portugal. Ich wohne in Deutschland schon seit 10 Jahren mittlerweile. Ich habe 6 Jahre in Berlin, nee, warte, noch mal 6 Jahre in Hannover, 4 Jahre in Berlin. Sorry, take two. Ich habe 6 Jahre in Hannover studiert, jetzt mein Konzertexamen in Berlin ist meine große Tätigkeit hier, wo ich schon wohne seit 4 Jahren. Und freue mich sehr, Stipendiat von der Bechstein-Stiftung zu sein. Mein erster Zugang zur Musik war irgendwie sehr naturell, so sehr natürlich sozusagen. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter Klavier gespielt hat und mein Vater auch irgendwie sehr aktiv in der artistischen Seite war als Dichter, und das Klavier war einfach da. Das war irgendwie ein cooles Stück Möbel. Für mich war viel mehr als ein Möbel natürlich, aber es war da damals. Meine Mutter war sehr schüchtern beim Spielen, aber für mich war es irgendwie sehr natürlich, dass Musik so eine natürliche Seite von meinem Leben war, war vielleicht das der Grund von alles. Und es war eine sehr natürliche Geburt von Musik oder von eigentlich ein bisschen Kunst des Hörens und zu verstehen, wie die Klänge sich zusammenformen. Und das hat mich am meisten fasziniert. Das Klavier war da, zum Glück. Mit Musik habe ich schon viele von den schönsten Momenten meines Lebens erlebt. Nicht unbedingt die Momente, wo ich immer auf der Bühne war oder die Freiheit oder dieses Ganze drum und dran und der Erfolg und Standing Ovations, und natürlich kann sich schön anfühlen. Aber was mich irgendwie immer weiter gemacht hat, waren kleinere Momente, wo ich gespürt habe, dass, wie ich Musik geteilt habe, vielleicht zu anderer Musik auch geworden ist. In Portugal ist das mehrmals passiert, auch hier in Deutschland, wenn jüngere Menschen auch zu mir kommen und sagen, ja, ich habe, nachdem du das Konzert gespielt hast, dann habe ich wirklich viel mehr geübt und das war cool und ich glaube an Musik und so war. Und ich, wirklich, das hat mich so immer, ja, so langsam kann sich was verschönern vielleicht, und ich glaube, deswegen ist man da als Musiker. Manchmal passiert das und das, dann fühlt man sich sehr gut, wenn man versteht, dass sowas keinen Preis hat eigentlich. Sowas kann zu einem besseren Leben vielleicht führen. Und deswegen spiele ich, ja. Als ich Kind war, dann würde ich gerne so, weil ich das Meer liebe. Und habe immer so irgendwie gedacht an Marine Biologist und sowas, weil ich die alle irgendwie das Meer so geliebt habe. Und das liebe ich wirklich bis heute sehr. Und das vermisse ich am meisten aus Portugal. Und Familie natürlich. Aber das Meer ist schon sehr wichtig. Ja. Ein Rat zu jüngeren Menschen wäre, manchmal, es ist ja schwierig, sich jeden Tag neu zu sehen und sich so neu und frisch motiviert zu fühlen. Wir müssen ja jeden Tag üben. Naja, und irgendwann wird es ein bisschen müde, aber ich versuche mich einfach zu senken in diese Schönheit oder diese Millionen Formen, die der Flügel eigentlich rausbringen kann. Und es ist das meinerseits für mich das schönste und Instrument deswegen. Ich habe nicht mal 1% entdeckt, glaube ich.